Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, welche Schilddrüsenlaborwerte sind präoperativ notwendig? Also ich würde eher anfangen, was will ich eigentlich wissen vor der Operation von dem Patienten? Natürlich sind viele Laborwerte dabei. Essentielle Sache ist natürlich, ist der Patient in Euthyreose? Gell? Weil es ist zwar die Operation selber, wenn der Patient eine manifeste Hyperthyreose hat, sicher nicht anders für einen Chirurgen, außer dass er vielleicht ein bisschen stärker durchblutet ist. Aber doch sehr für einen Anästhesisten. Aber wenn ich den Patienten entscheide, dass er operiert werden soll, dann muss ich natürlich wissen, ist der Patient in Euthyreose. Es wäre natürlich auch ideal, wenn ich vor der Operation alles wüsste. Und zwar sollte oder möchte ich gerne auch wissen, ob der Patient sehr wahrscheinlich ein Karzinom hat oder nicht. Dann, wieder, wie schon angesprochen worden ist, ganz essentiell wäre zu wissen, hat der Patient medulläres Karzinom. Das kann man ja biochemisch sehr gut diagnostizieren, aber leider halt nicht so gut biochemisch verifizieren, weil es derzeit auch die Stimulation ein Problem macht. Aber die Qualität der Erstoperation beim medullären Schilddrüsenkarzinom ist wirklich essentiell und darum wäre es halt ganz entscheidend, wenn ich vorher wüsste, liegt biochemisch ein medulläres Karzinom vor. Autoimmuntyreopathien, sie sind sehr häufig, ist schon sehr hilfreich, wenn man weiß, ich werde dann später ein paar Aspekte besprechen, dass es doch ganz günstig ist, wenn man das vorher weiß, weil man sich ja mit dem Patienten besprechen soll, ob er eine Hashimoto-Thyreoiditis hat oder nicht. Natürlich, Basedow ist eh klar. Und für uns Chirurgen sicher wichtig die Begleitmedikation und da vor allem die Gerinnungsmedikamente. Also, es haben ja fast alle Patienten schon ein Thromboas oder sehr viele Patienten ein Thromboas. Da gibt es die neuen oralen Antikoagulantien, die ganz übel sein können bezüglich Nachblutungen. Und ein paar Diabetes-Medikamente, das Metformin zum Beispiel, das will man auch wissen. Also die Gerinnungswerte sind entscheidend. Und dann ist schon für uns auch sehr essentiell, hat der Patient einen Hyperparathyroidismus? Das wär günstig, sagen wir mal so. Weil wenn man dann intraoperativ Schilddrüse operiert und dann kommt dann so eine vergrößerte Nebenschilddrüse entgegen, dann wäre es wichtig zu wissen, hat der Patient biochemisch einen Hyperparathyroidismus oder nicht, oder ist es nur unter Anführungszeichen ein Vitamin D-Mangel? Darum wäre eigentlich neben Paracetamol aus Vitamin D für einen Chirurgen sogar entscheidend, weil man dann halt sieht, die Nebenschilddrüsen sind groß und dann tut man es bitte lieber nicht entfernen. Ja, über das DSH ist viel gesprochen worden, also wenn man wissen will, ob Euthyreose oder nicht, aber das DSH ganz alleine ist nicht ausreichend, wenn der Patient wegen einer Hypothyreose therapiert worden ist, weil da kann das DSH noch lang supprimiert sein und der Patient trotzdem noch erhöhte Schilddrüsenhormonparameter haben. Also ich habe insgesamt 5 Patienten mit manifester Hypothyreose operiert und mit Beta-Blocker und Cortisonschutz sind die eigentlich alle völlig problemlos gegangen, anästhesiologisch. Ich habe eine Patientin operiert mit akuten Cholezystitis und manifester Hyperthyreose und die war ein Riesenproblem. Also die hat bis zu Kardioversionen alles Mögliche gehabt. Das war 2 Wochen eine massive Tachykardie. Bei der Schilddrüse, wenn man die entfernt, ist natürlich die Sinkkurve vorprogrammiert. Also da ist die Situation ein bisschen anders. Aber die Patientin damals, da haben wir uns wirklich Sorgen gemacht, weil eigentlich gar nichts geholfen hat. Also alle Medikamente und Kardioversion hat nichts genützt. Ja. Warum? Würde gern wissen als Chirurg, ob eine Hashimoto-Thyreoiditis vorliegt oder nicht. Und zwar, wenn ein Patient mit einer Hashimoto-Thyreoiditis beidseitige Knoten hat, dann würde ich sagen, ist da, wenn man schon bei ohne Hashimoto-Thyreoiditis eine totale Thyroidektomie empfiehlt, dann bei der Hashimoto-Thyreoiditis erst recht. Also warum soll man da was drinnen lassen? Das ist oft, wenn es wirklich eine hypertrophe Variante ist, sehr schwer möglich, weil das ist so durchblutet, es ist weich, es ist brüchig und da wirklich Reste in so einem pathologischen Gewebe zurücklassen. Also da geht man mit keinem guten Gefühl vom OP-Tisch. Dann gibt es aber eine spezielle Situation, wenn ein Patient eine ausgeprägte Hashimoto-Thyreoiditis hat und er hat nur einseitig einen Knoten, glaube ich, könnte man unter Umständen schon diskutieren, soll man die Schilddrüse komplett entfernen oder nicht. Also ich habe gerade diese Woche ein 12-jähriges Mädchen heimgeschickt. Hat eine komplette Alopezie gehabt, also Alopecia areata als Begleiterkrankung wahrscheinlich im Rahmen einer Hashimoto-Thyreoiditis. Und wegen der Alopezie ist sie abgeklärt worden. Sie hat eine Hashimoto-Thyreoiditis gehabt und einen 10 mm Knoten links.
und habe es vorher halt auch mit den Pädiater diskutiert, wäre eventuell eine Möglichkeit, weil die Alopezie ist erst seit Mai, wenn man jetzt praktisch diese den Autoimmunfokus entfernt, auch den knotenfreien, allerdings entzündlich veränderten rechten Schilddrüsenlappen entfernt, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, um eventuell die Autoimmun-Alopezie zu beeinflussen sozusagen. Der Pädiater hat mich Gott sei Dank eingebremst, hat gesagt, mach nur mal die Seite. Gell? Und wenn du nämlich einen knotenfreien Lappen entfernst und du hast eine Komplikation, dann ist die Argumentation schwierig. Der Knoten war ein Karzinom, dann haben wir sie komplettiert und es war im zweiten Lappen schlussendlich auch noch ein 2 mm Herd. Also war multifokales, insgesamt 3 Herde. Also das ist eine schwierige Diskussion, die man irgendwann wahrscheinlich angehen wird, aber es ist doch, glaube ich, sinnvoll, das vorher mit dem Patienten zu besprechen und halt mit den Zuweisern, ob man eventuell doch dann eine beidseitige Operation macht. Es gibt ja auch Publikationen, wo viele Symptome durch Hashimoto-Thyreoiditis sich nicht allein durch die Hypothyreose erklären lassen. Also ich glaube, das brauche ich eigentlich nicht erklären, so Auf und Abs praktisch von so Freisetzungshypothyreosen durch Entzündungsschübe, die können schon ganz schön einen Patienten auch beeinträchtigen. Also vielleicht ist man in 10 Jahren oder so da anders in der Indikationsstellung. Und ja, wie es halt mit assoziierten Autoimmunerkrankungen ist bei Hashimoto, das ist, glaube ich, jetzt nicht das Thema. Sparathormon vor der Schilddrüsenoperation wäre wirklich ideal. Das ist kein, ich habe kein besseres gefunden, aber das ist doch auf ein größer Rezidivstrom, ist kein schönes Bild. Aber ich kann mich ganz gut erinnern, das war also wirklich eine erkennbar große Nebenschilddrüse. Jetzt könnte es natürlich sein, dass bei der ersten Operation schon Nebenschilddrüsen entfernt worden sind, unabsichtlich, die man gar nicht bemerkt hat, weil von diesen 4 kommt man auf Dauer mit der halben eigentlich aus. Aber es könnte ja sein, dass vielleicht wirklich ein primärer Hyperparathyroidismus dem zugrunde liegt. Was tue ich jetzt, wenn ich nicht weiß, dass ein primärer Hyperparathyroidismus vorliegt und das möglicherweise die einzige Nebenschilddrüse ist, die verblieben ist, dann mache ich einen Patienten mit einem permanenten Hypopara draus. Und wenn es wirklich Hyperparathyroidismus ist, dann wäre es natürlich ideal, in gleicher Sitzung das gleich zu erledigen. Da habe ich eine, die größte Arbeit dazu gefunden, und zwar Assoziation von Struma multinodosa mit primären Hyperparathyroidismus. Das ist eine italienische Arbeit. Da haben sie 487 Patienten mit Hyperparathyroidismus gesammelt. 241 waren primäre und von denen hatten 124, das sind 51%, gleichzeitig eine Struma multinodosa. Bei den sekundären waren es 38%. Und in der Bevölkerung, in der Normalbevölkerung, würde man ungefähr 5-19% multinodöses Strumen erwarten. Und da ist eben in der Diskussion dann der Aspekt, ob Calcium oder auch Parathormon eigentlich das Trumerwachstum fördert. Also prinzipiell ist es so, ist in einem gewissen Prozentsatz kann man eben doch mit gleichzeitig Hyperparathyroidismus rechnen. Nun, medulläres Schilddrüsenkarzinom. Also es ist heute schon sehr viel gesagt worden. Was man dazu bemerken muss, also 25% der medullären Karzinome haben einen genetischen Hintergrund. Deshalb sollte man jedes medulläre Karzinom natürlich genetisch abklären. Und Calcitonin und auch karzinoembryonales Antigen sind ideale Tumormarker. Und charakteristisch ist für das medulläre Karzinom, dass es sehr früh eine Streuung bewirkt. Also bei Diagnose haben ungefähr 60% zervikale Lymphknotenmetastasen. Und es gibt halt nicht sehr viel Therapie außer die Chirurgie. Darum wäre das halt schon sehr, sehr günstig, wenn man präoperativ wüsste, biochemisch, ob ein medulläres Schilddrüsenkarzinom vorliegt oder nicht. Weil dann muss man sich halt wirklich Zeit nehmen, so viel es braucht, und wirklich exzessiv Lymphadenektomieren, je nach Ausbreitung halt. Zum Calcitonin selber, das ist Wiederholung, aber es wird von den parafollikulären C-Zellen sezerniert. Die physiologische Wirkung, habe ich geschrieben, ist nicht bekannt, aber natürlich mit Calcium schon ein bisschen. Und Gastrin und Calcium fördert die Freisetzung. Und das ist auch der Grund, warum es unter Protonenpumpenhemmern erhöht ist, weil da hat man reaktiv praktisch bis zu einem 4-stelligen Gastrinanstieg und deshalb ist sehr häufig unter Protonenpumpenhemmer
das basale Calcitonin erhöht. Und es ist ein zellspezifischer Tumormarker. Aber wie schon erwähnt, es ist bei Niereninsuffizienz, bei Rauchern, bei Patienten über 60 Jahren und bei Protonenpumpenhemmer-Einnahmen gelegentlich bis zu 8-fach erhöht. Und es gibt halt das basale Calcitonin, aber wie wir es wissen, um wirklich eine C-Zell-Pathologie nachzuweisen, wäre halt wirklich das stimulierte Calcitonin entscheidend. Also ich habe jetzt gerade vom Schäuber, vom Wiener gehört, vom Wiener Kollegen, ein Barotis-Tumor, wirklich ein Barotis-Tumor, 3000 Calcitonin und sonst ist nirgendwo was in der Schilddrüse, ist gar nichts zu sehen. Und in der Stimulation sinkt es sogar ab. Das heißt, die Stimulation wäre schon wichtig, um wirklich zu sagen, ob es ein medulläres Karzinom ist oder ein anderer neuroendokriner Tumor. Da habe ich vom Professor Tralle, wie erwähnt, dass diese sehr viel die Gruppe in Halle mit dem medullären Schilddrüsenkarzinom beschäftigt hat. Die haben ein bisschen einen höheren Wert, wo man praktisch Pentagastrin stimulieren soll, also wenn das Basale halt über 20 ist, Pentagastrin stimulieren. Und wenn es Stimulierte praktisch über 100 ist, dann Chirurgie. Und was halt ganz wichtig ist, sollte ein medulläres Karzinom vorliegen, die genetische Analyse. Also ein Daumen, was das Calcitonin korreliert auch sehr gut mit der Tumorausbreitung, muss man sagen. Also wenn, das ist so eine Daumenregel, wenn das kleiner 100 ist, dann ist das meistens auf die Schilddrüse begrenzt. Wenn es zwischen 100 und 1000 ist, sind es zervikale Lymphknotenmetastasen und über 1000 muss man sicher schon mit Fernmetastasen rechnen. Ich weiß einen Patienten, der hat Calcitonin von 30.000 gehabt, der hat ein MN2A-Syndrom und man hat nirgendwo was gefunden. Also die mehrmals abklären, man hat in der Bildgebung keinen Tumorherd gesehen, auch nicht am Hals, weil da ist er operiert gewesen. Aber es gibt so diffuse Lebermetastasierung. Wir haben dann blind die Leber biopsiert und da war es drinnen. Ja, das haben wir gesagt. Also die Stimulation wäre eben schon wichtig beim Calcitonin. Nun möchte ich ein paar Probleme ansprechen, die die Calcitonin-basierte operative Strategie bei Knotenstrommen mit erhöhtem Calcitonin, die es da gibt, die Probleme. Es gibt keinen einfachen Cut-off beim basalen und stimulierten Calcitonin zur Differenzierung, ob es praktisch nur eine C-Zell-Hyperplasie ist oder ob es ein medulläres Karzinom ist und vor allem da, ob es nur Lymphknoten oder Fernmetastasen hat. Also da gibt es nicht so wirklich eindeutige Grenzen, wo man sagen kann, da hat man das oder das andere. Der Calcium-Stimulationstest, der jetzt nur mehr zur Verfügung steht, hat deutliche Nachteile gegenüber dem Pentagastrin-Test, insbesondere bei basal normalem oder nur gering erhöhten Calcitonin, eigentlich da, wo man es brauchen würde, wo es am wichtigsten wäre, und hat da nur einen gering prädiktiven Wert und ist, wie wir gehört haben, nicht ganz ungefährlich. Also das. Und das passt zum Thema morgen. Bei kleinen medullären Karzinomen sind die basalen Calcitoninwerte bei Männern etwa doppelt so hoch wie bei Frauen. Das heißt, bei niedrigen Calcitoninwerten, so zwischen 20 und 100 Pikogramm pro Milliliter, liegt bei Frauen häufiger ein Karzinom vor. Also Frauen muss man da anders betrachten wie Männer. Also wenn der basale Calcitoninwert niedriger ist, ist bei Frauen viel häufiger ein Karzinom wie bei Männern. Und dieser Effekt oder dieser Umstand verschwindet wieder, der Geschlechtsunterschied praktisch, wenn die basalen Calcitoninwerte über 100 sind. Dann möchte diese Euromain-Studie, die auch von der Gruppe von Professor Tralle getrieben worden ist, Euromain, über das hereditäre medulläre Karzinom. Und wie Sie wissen, es gibt diese RET-Mutationen, insgesamt 12 kennt man jetzt. Und die bei Weitem am häufigsten ist diese im Codon 634, also wenn Sie da schauen, 130 Patienten. Und das ist genetische Veränderung, wo praktisch die Penetranz 100% ist. Also alle, die diese RET-Mutation haben, bekommen ein medulläres Karzinom. Und je nachdem, das möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, welche Mutation vorliegt, ist die Progression zum Karzinom unterschiedlich schnell. Wenn Sie da schauen, das waren die Earliest Age at Presentation. Das ist diese Euromain-Studie und das sind andere Studien. Aber da sehen Sie die 634er-Mutation. 15 Monate war das Kind, das jüngste Kind mit medullärem Karzinom. Und da gibt es
die 804er-Mutation oder diese Mutationen sind Low Risk, da geht das Ganze viel langsamer. Also da kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen mit der prophylaktischen Operation. Gell? Und wenn man die macht, die prophylaktische Operation, dann soll die wirklich bis zur letzten Zelle sein. Also da muss man sie einen Tag freihalten und das muss gut gehen, weil genau ganz oben und am Nerv muss man wirklich die letzten Zellen, da sind auch die C-Zellen vorwiegend im oberen Bereich und da, wo es gefährlich wird. Und da muss man sich wirklich Zeit nehmen, dass man bis zum Nerv alles wegputzt. Und wenn man da jetzt diese 634er-Mutation anschaut, das ist Prozent der Patienten praktisch, also der jüngste war ein Jahr, das sind die Jahre, und praktisch im Alter von 20 haben praktisch 100% medulläres Schilddrüsenkarzinom. Deshalb empfiehlt man praktisch so ungefähr bei 5 Jahren die prophylaktische Operation und ein bisschen zeitversetzt kommen halt die Lymphknotenmetastasen. Und man sagt, ein medulläres Schilddrüsenkarzinom, wo ein Lymphknotenbefall vorliegt, ist eigentlich fast nicht mehr heilbar, was man, glaube ich, auch kontrovers diskutieren kann, aber das hat man früher immer so gemeint. Dann, die Amerikaner sind sehr skeptisch, also da gibt es einen Unterschied zum Calcitonin-Screening. Das heißt, dass man bei jedem Patienten, der operiert wird, oder halt den man abklärt, schilddrüsenmäßig mit Knoten, ein Calcitonin bestimmt. Und ich habe diese Studie gefunden, das ist die größte von Elysée, 2004, 10.800 Patienten. Und da hat man deutlich gesehen, dass durch dieses Calcitonin-Screening die Stadien 1 und 2, also wirklich die niedrigen Stadien, von 44% auf 68% zugenommen haben. Also man hat die kleinen Mikro-BTCs sehr früh erwischt. Und das hat sich aber auch ausgedrückt im Überleben, was ja selten bei unserer medizinischen Maßnahme ist. Das 10-Jahres-Überleben ist von 43 auf 86% gestiegen. Und das würde so um 7,30 Euro, würde auch Calcitonin-Bestimmung ungefähr kosten. Oder? Wissen Sie? 15? 15 bis 19. 15 bis 19, ja. Aber auch für einen Chirurgen, also jedes Mal, wenn man einen Patienten mit Knoten operiert und er hat Calcitonin, hat man ein bisschen Bauchweh, weil man ja nie weiß. Und im Schnellschnitt, das medulläre Karzinom wird immer so als follikuläres Adenom. Das ist im Schnellschnitt wirklich auch schwierig. Und ja, dann zusammenfassend nochmal, wenn wir wirklich auf die Frage zu antworten von diesem Vortrag, also TSH und T4 wäre wichtig, die Antikörper, Calcitonin und natürlich auch CEA wäre wichtig. Und ich bin ganz stolz auf eine Entdeckung von medullären Schilddrüsenkarzinom, weil da haben sie gesagt, der Patient hat ein sehr hohes CEA und Koloskopie, Gastroskopie, CT, nirgendwo finden sie was. Gell? Und ich habe gesagt, schaut mal, bestimmt einmal Calcitonin. Gell? Wenn man gastroenterologisch einen Patienten abklärt und man hat ein hohes CEA und findet nichts, dann muss man absolut an ein medulläres Schilddrüsenkarzinom denken. Und Chromokranin auch als neuroendokrinen Marker, wenn man will. Die Gerinnungsparameter. Und ideal wäre natürlich, wenn man Parathormon und auch Vitamin D hätte. Da weiß ich allerdings nicht, was das kostet, aber Parathormon würde mich schon freuen. Und sehr häufig ist halt der Vitamin D-Mangel. Ich habe gerade eine Radiologin jetzt als Kollegin, die wirklich einen schwersten Vitamin D-Mangel mit pathologischen Frakturen hat. Es scheint doch wieder im Vormarsch zu sein. Und natürlich vor Reha-Eingriffen ist schon Thyroglobulin und Calcitonin, wenn man da eine Vorstellung hat, wie das ist, wie das ausschaut, dann kann man schon allein vom Laborwert wissen, was einem da erwartet, ob das schwierig wird oder nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.